Herzlich willkommen zum vielleicht ätzendsten Level von Tomb Raider 2 Remastered. Wir spielen 40 Faden. Dies soll als Komplettlösung dienen, wo die Geheimnisse zu finden sind und wo man am schnellsten lang geht. Hier kann man sich, um zur Unterwasserstation zu kommen, am Boden befindet sich eine Kette. Wenn man die entlang schwimmt, irgendwann sieht man sie, dann kommt man hier in die unterirdische Basis. Hier erstmal kurz Zwischenluft holen. Und dann kann es auch schon weitergehen. Das ist eigentlich ein recht schnelles Level, wenn man weiß, wo man lang muss. So. Hier ist unser erster Hebel. Ja, ist klar. Ist klar. So. Schon leichte Luftprobleme, aber wir packen das. So. Okay. Jetzt geht's hier unten weiter. Zum nächsten Hebel. Damit hat sich das erledigt mit dem Wasser. Wir heilen uns kurz und beginnen dämlich gegen die Wand zu springen. Und dann können wir hier ein bisschen klettern. Ja, es sieht sehr professionell aus, aber wir sind stets bemüht. Versucht mal schneller zu sein. Ich habe das jetzt extra ein bisschen einfach gestaltet. Dann könnt ihr mir ja mal... Kann man eigentlich so Screenshots schicken in den Kommentaren? Nee, ne? Das geht nicht. Twitter kann man ja so Memes machen. So. Wir müssen hier einen Gegner erledigen. Und da liegt er uns zu Füßen. Aha. Wir holen uns noch die Miezekatzen-Drachenfigur. Aha. Okay. Mr. Rohrzange ist auch dabei. So, da liegt der Erste. Holt der echt nochmal aus? Ich fass es nicht. Okay. Aha. So, aha. Hier kriegen wir ein bisschen Harpunenmunition. Okay. Hier noch mal hoch. So.
Den Hebel nicht vergessen. So, hier ist auch recht voll, aber wie viele Viecher leben hier eigentlich? Und da haben wir sie gefunden. Wir nehmen schnell ein Medipack und sammeln unser Geheimnis ein. So. So, über Wasserdruck oder so machen wir uns mal hier keine Gedanken. Andererseits, wo will die Luft ja auch hin? So, auch hier geht's hoch. Und damit ist diese Tür offen. So, dieses Rätsel ist auch minimal nervig, weil das funktioniert mit Zeitschaltuhr. Also das ist eine Zeitschaltung dahinter. Man hat nur eine gewisse Anzahl Sekunden Zeit, wie das Feuer hier aus ist, um da reinzukommen. Können wir jetzt hier einen weiteren Hebel drücken? Da habe ich auch ewig rumgesucht. So, und durch die neue geöffnete Tür. Jetzt können wir gerade noch einen Blick nach draußen werfen. Aber das Geheimnis haben wir schon geholt. Können wir jetzt hier einen weiteren Hebel betätigen? So. Damit wären beide Feuer aus. Man hört es allerdings schon wieder brutzeln. Man muss hier hinten nochmal den Hebel betätigen. So, dann drück mal die Daumen. Also das Spiel erlaubt ja das ständige Speichern und Laden. Nutzt es, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid gut vorangekommen. Keine Scheu zu speichern. So, wir betätigen den Hebel. Und kommen hier nach draußen. So, das ist auch ein nerviges Vieh. Hier sollte man die Steuerung auch beherrschen, weil man hier doch mit der Luft hausieren muss. Hier heißt es erstmal Hebel ziehen, dann wieder zurückschwimmen, alles ohne erneut Luft holen zu können. Also hier nicht trödeln oder so. Wirklich möglichst schnell schwimmen. Hier rein. Wieder einen Hebel drücken. Geheimnis noch mitnehmen. Und jetzt ganz nach oben.
Eventuell zwischendurch noch ein Medipack, wenn man es wirklich so vergeigt wie ich. Aber das geht so schnell. Und da sind wir auch schon oben. Willst du nicht beißen lassen? So, das hier war auch ziemlich nervig, diese Stelle. Weil es hier doch mehr Ausgänge gibt, als man so vermutet. Und es ist alles so ähnlich. Es gibt hier irgendwie zwei Räume, die ähnlich aufgebaut sind. Hier kann man nochmal eine Kiste ziehen. Und damit kommt man jetzt da nach oben. So, auch hier wieder ein Hebel. Jetzt rumst es etwas. So. Ich frage mich, was das ist. So das Kristall. Ist das Müll oder was ist das? Okay, wir müssen hier drumherum springen. So, jetzt geht's hier nach oben. Okay. So. Hier jetzt nach oben. By the way, das hat ewig gedauert, das zu finden. So, jetzt ziehen wir hier noch den Hebel. Jetzt haben wir einen Raum geflutet, wo wir vorher nichts mit anfangen konnten. Ist na einfach nur ein Totgestürz. Mit Wasser macht das Ganze mehr Sinn. Jetzt fehlt noch ein Hebel, den machen wir jetzt. Dafür gehen wir jetzt hier hoch. Weil das alles so ähnlich ist, ich vertue mich da gerne und übersehe einfach, dass es, die sehen so gleich aus, die Öffnungen und die Räumlichkeiten irgendwie, dass ich das einfach nicht auf die Reihe kriege. So, jetzt sind wir oberhalb, im Raum oberhalb, können hier am Rand lang springen, um jetzt hier oben auch nochmal einen Hebel zu ziehen. Der öffnet eine Tür. Hier. Ist jetzt unter Wasser. Macht jetzt auch Sinn, weil wir da jetzt hinkommen. So, dann auf zur Leiter. Die witzigerweise keinerlei Funktion hat. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Und gehen jetzt hier durch diesen Durchgang. Also wenn man weiß, wo man hin muss, dann geht es ganz fix. Ist auch nicht so viel. Aber wenn man es nicht weiß, oh, das ist wirklich zum Durchdrehen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ihr euch dieses Level hier gerne anschaut. Oder diesen Walkthrough. So. Diesen Knilch ignorieren wir mal gekonnt. Und damit
Haben wir hier noch ein paar Gegner, die einfach nur stressen? Wir nehmen noch ein Medipack. Wechseln die Waffe. Und sagen Hallo zu unseren neuen Freunden. Okay. Oh, es kommt der nächste auch noch. Okay. So. Könnt es auch ohne Fallen machen. Ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass da Betten sind. Aha. Krass. Scheint so eine Art Kajüte zu sein. So, damit stehen wir komplett blank da. Ohne weitere Medipacks. Aber wer braucht das schon, ne? Aha. So. Dann ziehen wir noch am Hebel. Öffnen die Tür. Schließen die Tür. Und öffnen die Tür wieder. So. Und damit haben wir es geschafft. Viel Spaß beim Nachspielen.